Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde, die PvE-Guides geht endlich weiter, uns fehlen noch zwei Bosse, die machen wir jetzt mal eben schnell, würde ich sagen. Geddon steht an, ich freue mich, bis gleich. Hallo, die PvE-Guides gehen endlich weiter, die beiden letzten Bosse, und ich denke, das sollten wir jetzt auch noch schnell machen, weil gerade die sind ja vielleicht für den einen oder anderen ein Problemchen. Geddon hat taktisch tatsächlich nicht so viel zu bieten. Es gibt einfach nur Geddon, der recht viel Leben hat und viel Angriff. Und seine beiden Dudes, Geddon Dude 1 und Geddon Dude 2, die sind beide grün und haben auch einfach nur viel Angriff. Und diese beiden Dudes, die greifen auch eigentlich immer nur an, also das sind Grüne und die greifen einfach an. Das heißt, gerade als Caster ist es natürlich gefährlich, weil die sind grün, blau, haut sich, also werden alle schon umgehauen. Die haben halt sehr viel Angriff, 25, insofern, ja, die hauen zu. Und Geddon selber haut auch meistens nur zu. Geddon hat die lebende Bombe, da gehe ich auch später nochmal drauf ein, im Kampf. Die lebende Bombe, wer die hat, muss als erstes, darf nicht als letzter dran sein. Also er muss also als erster oder als zweiter eine Fähigkeit machen, das ist aber ganz simpel. Da rumzuspielen, das klappt eigentlich, das klappt zu 99%, werde ich das immer hinbekommen, dass der die Bombe hat, halt nicht als letzter dran ist. Das ist halt ganz wichtig. Und ansonsten macht Geddon noch so ein AOE, also hin und wieder macht er mal so ein AOE für jeden, der noch nicht angegriffen hat. Das ist tatsächlich ziemlich viel Schaden, weil der Grüne, die beiden grünen Dudes, wenn die angreifen, machen die Feuerfähigkeiten schneller. Das heißt, Geddon ist irgendwie 6 oder 7 schneller, das heißt, Geddon ist eigentlich immer als erster dran. Und das bedeutet, dass dieses AOE, ähnlich wie Diablo im PvP, halt 3-4 mal hochgeht und dann kriegt halt jeder 30-40 Schaden. Das ist halt so, müsst ihr halt überleben und fertig. Also bis auf, er haut feste zu, die lebende Bombe, wo man nicht als letzter dran sein darf, und das AOE, was man halt überleben muss, gibt es eigentlich viel zu beachten. Einfach, dass man ihm ins Gesicht hauen muss und er sollte schnell sterben. Womit machen wir das? Wir machen das mit Orks. Ich habe mich mal für Orks entschieden, hatten wir noch in keinem Guide bisher. Wir hatten viel Natur, wir hatten ein bisschen Feuer, wir hatten Wildtiere, hatte ich jetzt mal ausgepackt. Orks hatten wir noch gar nicht. Orks machen super, super, super viel Spaß. Orks ist mein absoluter PvE-Favorit. Weil das Geile an Orks ist, du kriegst Orks-Buff, also plus 3, plus 6 oder plus 5, plus 10 Orks. Und alles sind Orks, also sind alle gebufft. Du bekommst Horde-Buffs, ja, plus 5, plus 10 für Horde. Alle sind Horde, also kriegen alle Buffs. Und dann Thrall bufft das Leben von allen und Sorfang bufft das Leben und den Angriff von allen und Garrosh bufft alle. Also alle buffen sich gegenseitig und alle kriegen Angriff und Leben, wenn sie Schaden bekommen. Es ist also auch tatsächlich ziemlich simpel. Also ich spiele gegen die Trash-Mobs meistens Garrosh, Thrall und Sorfang. Ja, Garrosh, Thrall, Sorfang. Garrosh, weil er ein fetter Taunt ist. Thrall, weil er halt alle heilt, wenn sie angegriffen werden. Und Sorfang, weil er halt auch alle bufft. Also ich spiele die drei, die quasi so buffen und sich selber buffen können, damit halt keiner stirbt. So marschiert man relativ easy durch die Trash-Mobs durch. Ansonsten spielt man dann vielleicht die Buffs bekommen. Also wenn jemand einen Buff bekommt, plus 10, plus 5, plus 10 für Orks, aber das gilt nur, wenn er auf dem Feld ist, dann sollte man vielleicht den mit in die Combo werfen. Gegen Geddon tatsächlich habe ich noch nicht so richtig rausgefunden, wen ich als erstes spiele. Ich habe jetzt, ihr seht es, ich glaube, diesmal nehme ich wirklich die drei Roten als erstes gegen Geddon, damit Samuro und Rukara jeweils ihre Fähigkeiten mit Cooldown direkt benutzen können, sobald ich sie spiele. Aber das habe ich auch immer schon mal anders gemacht, so richtig weiß ich es noch nicht. Ja, itemtechnisch gesehen habe ich, wie gesagt, ihr seht, 4, 4, 3, 1, 1, 1. Ich habe die alle nicht gebufft. 4, 3, 2, 1, 2, 2. Also die Orks sind weit davon entfernt, dass sie voll gebufft sind, dass sie durchgebufft sind. Ich meine, man muss sie auch erstmal haben, es sind Legendaries, es sind Epics. Aber ich habe sie zwar, aber sie sind nicht voll gebufft. Es könnte also noch viel, viel einfacher sein, wenn man die Fähigkeiten alle komplett hätte oder komplett gebufft hätte. Habe ich nicht. Also auch das, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich habe alles voll. Klar, Samuro ist ziemlich voll und Rokara ist ziemlich voll. Aber bis auf die beiden, bei den anderen vieren fehlt mir noch eine Menge. Ja, bei Sorfang habe ich das Item mit dem Buff angelegt. Ich würde aber, glaube ich, das Item nehmen. Ich habe das Item nicht, aber wenn ich das Item hätte, würde ich, glaube ich, das hier nehmen. Bei Thrall nehmt auf jeden Fall das Item hier. Ihr seht, auch das ist nicht voll gebufft, aber auf jeden Fall den Ring der Stärke nehmen, dass man Leben bekommt, wenn man angegriffen wird. Das ist super, super stark im PvE. Ja, das sind so die beiden Items, ne? Also das ist das wichtigste Item bei Thrall, was man auf jeden Fall anlegen sollte. Und was habe ich bei Garrosh? Wie gesagt, bei Garrosh habe ich das hier, dass er Stärke der Horde verliert 2 Leben mehr. Aber ihr seht, das ist auch Stufe 1.
Also alles sehr, sehr schwach. Aber alles, was euch Leben gibt, alles, was euch bufft, diese Items solltet ihr benutzen. Ja, und wie gesagt, nehmt die Boni. Die Boni, die alle buffen, die Boni, die Horde buffen, die Boni, die Orks buffen, nehmt diese Boni, dass ihr richtig fette, dicke Orks habt und dann klatscht ihr das schon weg. Insofern würde ich jetzt sagen, wir springen vor Geddon. Ich zeige euch den doch wahrscheinlich diesmal spannenderen Kampf als sonst, weil es ist meistens ziemlich eng geworden. Insofern, let's go. Okay, das war unfassbar uncool. Also, bis gleich. Ja, Hallöchen. Da stehen wir also vor Geddon mit unserer Ork-Kombo. Ich habe euch die Ork-Kombo eben schon soweit erklärt. Ich habe euch eben schon soweit gesagt, worauf wir Wert legen. Was haben wir also bekommen? Wir haben einige plus 3, plus 6, plus 5, plus 10 Boni bekommen. Das passt also. Wir haben mit Samuro bekommen, dass wenn er angreift, dass er immun ist. Das könnte eventuell ein oder zwei Angriffe mehr bedeuten. Insgesamt nicht den krassesten Scheiß, insgesamt aber auch nicht das schlechteste. Insofern gehen wir einfach mal rein und ich zeige euch jetzt nochmal oder erkläre euch dann nochmal im Geddon, also was bei Geddon überhaupt der Fall ist. Dass der Grund, warum die Ork-Kombo bei Geddon eigentlich nicht super sinnvoll ist, ist, dass die alle unfassbar viel Angriff haben. Orks leben davon, dem Gegner ins Gesicht zu klatschen und sich dann zu buffen. Aber jemandem ins Gesicht zu hauen, der 25, 30 oder 25 Schaden macht, das ist halt nicht so geil. Und da kommt noch hinzu, dass Geddon blau ist, das heißt, die ganzen roten Orks sterben halt auch noch super schnell, weil Geddon 60 Schaden macht. Insofern, Orks sind eigentlich nicht optimal. Aber Orks machen unfassbar viel Spaß und Orks sind super gut, um durch die Trash-Mobs zu farmen. Und ich möchte einfach mal zeigen, auch mit einer nicht so optimalen Combo, würde ich sagen, es ist trotzdem machbar. Ich habe jetzt zweimal habe ich Geddon schon gelegt, die letzten beiden Mal habe ich Geddon ganz knapp immer gelegt mit den Orks. Ich hoffe, das klappt in diesem Video jetzt auch. Wie gesagt, im Endeffekt, der Typ greift eigentlich immer nur an, der Typ greift eigentlich immer nur an. Geddon greift manchmal einfach immer nur an. Geddon kann auch eine Bombe machen. Und der die Bombe hat, darf halt nicht als letzter dran sein. Das ist die eine Spielmechanik, die unfassbar wichtig ist. Geddon wählt einen aus, der leuchtet so, der ist eine Bombe. Und der darf nicht als allerletztes angreifen. Dann geht die hoch und das den, also ihr dürft den Schaden nicht bekommen. Der Schaden ist leicht vermeidbar, den dürft ihr nicht bekommen. Insofern, das ist die eine Sache, ansonsten greifen die meistens nur an. So, ich bin mir immer nicht sicher, welche drei Orks ich als erstes spielen sollte, bin ich ganz ehrlich. Das habe ich bisher, ich spiele, ich entscheide mich jetzt mal hierfür, für die drei roten, aber das kann auch falsch sein. Ich habe es bisher jedes Mal anders gemacht, jedes Mal, und es war, ich bin mir nicht sicher, wie ich es machen will. Ihr seht, ich habe hier einige Buffs, plus 3, plus 6, plus 5, plus 10. Ich glaube, irgendjemand hat von denen noch so einen Buff, wenn er auf dem Feld ist. Also insgesamt, und ich, natürlich, wie gesagt, wir greifen jetzt an, wir werden unfassbar viel Schaden bekommen und unsere Orks werden schnell sterben. Aber der Punkt ist halt, die müssen halt auch schnell sterben. Ja? Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und das tun sie auch. Also insofern, unsere Orks gehen schnell drauf. Wirklich, wirklich, wirklich schnell. Ihr seht, dass hier Dings gleich schon tot ist. Aber Thrall überlebt jetzt ganz knapp. Das ist nice. Also ganz ehrlich, dass kein Ork stirbt nach der ersten Runde. Das ist schon ziemlich gut. Meistens war jetzt schon einer tot. So, und jetzt seht ihr, Garrosh ist die Bombe. Garrosh darf jetzt nicht als letzter dran sein. Das ist aber auch ganz, ganz einfach, weil ich mache mit Garrosh einfach den Taunt. Der Taunt ist bei 2. Das heißt, Garrosh ist als erster dran. Die Bombe ist also schon mal deaktiviert. Was passiert jetzt? Er greift an. Er greift einfach nur an, die Feuerfähigkeiten sind schneller, ja, das ist auch doof, aber sie greifen einfach nur an und Geddon macht, ja, also alle greifen einfach nur an, Geddon ist halt relativ langsam, weil ich ihn verlangsamt habe. Mistral ist sowieso wahrscheinlich tot, nehme ich an, aber ich mache mal das AOE, vielleicht geht es noch durch. Und ansonsten versuche ich jetzt hier unfassbar viel Schaden zu machen. Ja, ich versuche die jetzt irgendwie schnell umzuklatschen, hier, der kriege ich Angriff, ich greife den noch an. Er wird auch gleich also schnell tot sein, aber ich versuche einfach jetzt schnell zu gewinnen. Und wir haben ja schon, die erste Runde lief eigentlich schon ganz gut. Garrosh überlebt jetzt, also Garrosh fängt jetzt wirklich viel Schaden ab, weil er halt so viel Leben hat und weil er so viel Leben bekommt durch den Taunt. Jetzt stirbt Garrosh leider, das ist schade. Aber ihr seht, einer ist schon umgeklöppelt und wir haben immer noch zwei. Sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt spiele ich Rokara, weil Rokara macht unfassbar viel Schaden gegen Geddon. Rokara macht ja für jeden Ork, der lebt, macht sie extra Schaden. Die Fähigkeit hat Cooldown, deswegen habe ich sie nicht direkt gespielt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass eventuell... Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eventuell das AOE nicht durchgeht. Ich glaube, er stirbt vorher. Also ich glaube, Thrall stirbt vorher. Das heißt, ich mache nicht so viel Schaden.
Ja, Thrall ist mit Sicherheit vorher tot, da bin ich ziemlich fest überzeugt. Ja, er macht jetzt so ein AOE, das macht auch Fettschaden. Eventuell, ich glaube sogar, dass alle sterben. Okay, also jetzt ist, ach nee, okay, das ging sogar. Ich hab gerade Schlimmeres erwartet. Aber ihr seht, 24, 24, es wäre jetzt normalerweise nochmal 24 gewesen, wenn ich drei Orks gehabt hätte. Hatte ich leider nicht. So, jetzt spielen wir Samuro. Samuro ist auch nett, weil er halt das Spiegelbild hat. Das Spiegelbild macht Schaden, ohne dass Samuro selber angreifen muss. Das ist natürlich nett. Also ich mache jetzt 44 Schaden. Wenn ich diese, ich weiß nicht, ich habe diese Fähigkeit jetzt nicht mit dem Spiegelbild, dass das Spiegelbild doppelt kommt. Das wäre jetzt eventuell sogar gut. Also eventuell solltet ihr den Gegenstand anlegen, dass das Spiegelbild doppelt passiert. Wäre jetzt hier super gut gewesen, Gaddon wäre jetzt schon tot. Also hätte ich das Spiegelbild doppelt gehabt, dann wäre es also jetzt schon so gut wie vorbei, dieses Game. Insofern war das, glaube ich, keine so gute Idee, das nicht zu nehmen. Okay, er macht eine Fünferfähigkeit. Hier würde ich nochmal den Ansturm der Orks nehmen. Ich meine, Gaddon muss jetzt draufgehen. Das ist das absolut Wichtigste, dass Gaddon jetzt stirbt. Insofern das muss jetzt passieren. Wenn Gaddon jetzt nicht draufgeht, dann wird es, glaube ich, eng. Aber das sollte eigentlich jetzt klappen. Ja, wunderbar. Okay, das haben wir. Tatsächlich, also die letzte Runde, die ich gespielt habe, da hat nur ein Ork überlebt. Ja, letzte Runde nur ein Ork. Davor die Runde waren es, glaube ich, zwei Orks und jetzt schaffe ich es sogar mit drei Orks. Also es war, wenn man so will, die bisher beste Ork-Runde. Es war immer sehr, sehr knapp. Das hier war jetzt das wenigste knappe. Also habe ich ein gutes Game rausgewählt, was ich euch jetzt hier aufgenommen habe. Ja, ihr seht, Orks sind eigentlich nicht perfekt, weil Orks müssen angreifen. Orks gehen über Nahkampf und Gaddon hat sehr, sehr viel Angriff. Aber durch die ganzen plus 3, plus 6, plus 5, plus 10 Buffs, durch die Buffs, die die Orks bekommen, wenn sie angegriffen werden und durch den großen Angriff, den sie haben, sterben halt auch die Gegner schnell. Und dadurch kann man das Game trotzdem noch schlagen. Ich bin mir aber sicher, irgendeine geile Caster-Kombo, die gar nicht angreifen muss, die Gaddon vielleicht schnell wegflext. Oder so ist vielleicht besser, die bessere Wahl, aber ich habe es mit Orks, macht sehr, sehr viel Spaß. Orks sind lustig, Orks hatten wir hier noch nicht. Und ihr seht, es klappt. Ich habe es jetzt dreimal am Stück geschafft, tatsächlich. Dreimal am Stück geschafft, es war immer knapp, aber es hat immer hingehauen. Natürlich muss es also nicht klappen, es kann auch mal knapp in die Hose gehen. Aber wenn ihr vernünftige Buffs bekommt, und man muss noch eins vorneweg sagen: Hallo Mentor im Discord, ich muss noch eins vorneweg sagen. Wir haben keinen Ork gebufft, komplett gebufft. Die sind alle nicht komplett gelevelt. Also jede Fähigkeit ist fast nicht voll. Also man kann die Orks noch besser haben, als ich sie habe. Und dann wird es halt noch einfacher natürlich, ne? Insofern viel Erfolg beim Gaddon-Klatschen. Wir sehen uns noch zu Ragnaros hier. Bis dann. Hallo, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und ja, bis dann, Freunde.